Hallo liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shoki Banoki Daily, deine tägliche Dosis Angeberwissen. Heute mit dem lieben Sascha Ehlert und mir, Marc Hagenbeck. Ja, Pastor Marc Hagenbeck hier heute im Daily Studio. Heute haben wir den 13. März. Und wer hat am 13. März Geburtstag? Wer hat am 13. März Geburtstag? Natürlich kann es nur einen geben. Wie heißt der noch? Holger Badstuber. Du kennst den gar nicht, gell? Doch, natürlich. Das ist ein deutscher Fußballspieler beim FC Bayern München. Gewesen. Seit 2009 ja, sozusagen. Gewesen, ja. Ah, Badstuber. Badstuber, ja. Ist ja ein guter eigentlich. Ja, das war ein guter. Verletzt in so einem Kram. Ja, verletzt war er auch schon mal. Gar keine Ahnung, na gut. Das ist, der hat auf jeden Fall am 13. März... Ich gucke nur Deutschland. Ja, der hat am 13. Ja. Ja. Der hat am 13. März Geburtstag und am 13. März hat der US-amerikanische Astronom Clyde William Tombola entdeckte den Planeten Pluto. Ach, und ja. Da hat er nebenbei noch Zeit, dieses Gewinnspiel zu entwickeln. Das ist ja echt ein Ding. Das Gewinnspiel? Ach so, Tombola. Ja, nee. Das war 1930, genau. Das ist er hier, sieht man hier. Zack. Der hat den Pluto entdeckt. Hat einen schwarzen Fingernagel, sehe ich gerade. Muss mal gucken. Ist ja lustig. Echt jetzt? Ja, hat er unten einen schwarzen Fingernagel. Warum hat er einen schwarzen Fingernagel? Der ist lackiert, das ist nicht irgendwie verletzt. Ich würde sagen, das recherchieren wir und das reichen wir nach. Ja, das reicht auf jeden Fall. Ja. Das war am 13. März 1930. Ja, ebenfalls am 13. März, allerdings 1987, stirbt Bernard Jimek. Wer kennt ihn nicht? Putziges Tierchen. Ja, Bernard Jimek. Also ein der große deutsche Tierfilmer, ja, verewigt durch Loriot. Loriot hat ihn schon mal nachgemacht. Wir kennen das mit der Steinlaus. Ja. Ja. Steinlaus wurde dann nachher auch im Psychrembel, also in diesem Ärztewörterbuch, sogar aufgenommen. Da kann man mal sehen, wie beliebt und bekannt Jimek eigentlich war. Ja, und der Jimek, der ist ja irgendwie dieser Pate gewesen vom Frankfurter Zoo, glaube ich. Richtig. Also ich weiß nicht, ob Pate oder wie man das nennt. Ja, ich glaube, ja. Im Frankfurter Zoo ist ganz viel mit Jimek. Ja. Ja. Ja, das war der 13. Februar. Mhm. Ja, und am 13. Februar war jetzt der Jimek, der ist da gestorben. Nee, gestorben oder geboren? Geboren. Gestorben, ja genau. Gestorben. Am 13. Februar, im März ist der Jimek gestorben. Der Astronom Tombola hat den Pluto entdeckt. Und Badstuber hat Geburtstag. Ja. 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 Morgen geht's weiter. Da gibt's ganz viel Angeberwissen. Macht's gut. Cheerio, Miss Sophie.